kamen aus Italien und von ihnen sollen laut Darstellung der Tiroler Polizei einige die Eskalation gesucht haben. Es sind wohl diese Bilder, die wahrscheinlich im Gedächtnis bleiben von der Demonstration. Zusammenstöße zwischen Demonstranten und österreichischer Polizei. Die Kundgebung eskaliert. Die Polizei wird von einigen Aktivisten bedrängt, setzt Pfefferspray ein. Es kommt zum Handgemenge. Mindestens 5 Polizisten werden verletzt. Es gibt auch Festnahmen. Nach einem solchen Ausgang sah es ein paar Stunden vorher noch nicht aus. Die vorwiegend von italienischen Organisationen veranstaltete Kundgebung bahnte sich zunächst mit Slogans und Gesängen einen Weg durch den Ort. Vor dem Bahnhof Brenner die ersten Reden und geballte Fäuste Richtung Europa und ganz speziell Richtung Österreich, der augenblickliche Feind Nummer 1 der Demonstranten. Dass in Kürze Soldaten die Grenze am Brenner kontrollieren und Flüchtlinge zurückdrängen sollen, für sie unfassbar. Deutsch-Südtiroler sind in der Menge kaum auszumachen. Wo es um Werte geht, um Menschlichkeit, ums Zusammenleben, das Friedliche, wo sind sie, die Leute? Also wirklich, die Wertegemeinschaft auf dem Papier, aber traurig. Auch nur wenige Österreicher und Deutsche sind dem Ruf auf den Brenner gefolgt. Ihr Anliegen klar. Ich bin hier, weil ich dagegen bin, dass diese Grenzen weiterhin gebaut werden. Ich bin dafür, dass wir uns für die Menschen einsetzen und weniger Grenzen aufstellen. Weil ich für die europäische Idee mit offenen Grenzen kämpfen möchte und weil mir das wahnsinnig wichtig ist und weil ich finde, dass wir uns alle dafür einsetzen wollen. Ob wir einfach nur in ein anderes Land zum Urlaub fahren wollen oder eben in diesem Fall ganz, ganz wichtig für die Geflüchteten. Moralische Unterstützung gibt es am Brenner von den Grünen. Auf jeden Fall ist es ein großes Signal, wenn hier heute doch 200 bis 300 Personen da sind, die sich ordentlich agitieren, sind zwar vielfach von anderen Provinzen hierher gekommen, aber so mutig, dass es junge Leute sind. Gegen die Grenzschließung, aber nicht gegen Kontrollen, spricht sich die Nordtiroler Kollegin aus. Ich glaube, dass Kontrolle im Sinne von wahrnehmen, wer da kommt, schauen, einmal nachfragen, wo kommst du her, wo willst du hin, das ist nichts per se Böses. Das ist den Menschen, ihre Identität wiederzugeben und wahrzunehmen, was sie vor Schicksal erlitten haben. Das ist total in Ordnung, wenn man das menschenwürdig macht und wenn man die Menschenwürde dabei respektiert und ihre Wünsche auch respektiert. Am frühen Abend wurde die Demo aufgelöst. Nachdem der Sturm auf die Zugschienen missglückt war, hieß es dann, kein Weiterkommen in Österreich mehr, so wie die Demonstranten es für künftige Flüchtlinge am Brenner befürchten. Der Tiroler Landeshauptmann Platter hat die Zusammenstöße am Brenner verurteilt, es sei legitim in der Frage der Grenzkontrolle geteilter Meinung zu sein. Diese aber mit Gewaltkunst zu tun, sei entschieden abzulehnen, sagt Platter.